Die Veranstaltung war aus meiner Sicht sehr gelungen, weil es spannend war zu sehen, wie die verschiedenen Fachrichtungen, die ja im Gesundheitssystem beteiligt sind, wie die erleben, was gerade an grundsätzlichem Wandel passiert. Jeder weiß, dass Fachkräftemangel, Digitalisierung, da ist ganz viel Dynamik, wo man noch gar nicht absehen kann, was bewirkt das eigentlich. Und da muss man einfach verschiedenste Akteure an einen Tisch bringen. Der Austausch mit Experten, Praktikern, Akademikern ist immer sehr interessant. Die Fragen waren breit gefasst. Wir haben versucht, die großen Fragen zu lösen. Also ein spannendes Thema. Wenn man jetzt die Erfahrungen von jemandem geteilt bekommt, der in Sitzungen der WHO dabei ist und weltpolitisch einfach Gesundheitsorganisationen kennt, das fand ich total spannend. Also in unserer Gruppe haben wir unheimlich konstruktiv zusammengearbeitet, haben uns sehr schön ergänzt, würde ich sagen. Also ich fand das außerordentlich produktiv. Also zunächst mal haben wir das Ziel, in die Diskussion auch mit Playern im Gesundheitsmarkt zu treten, was auch dazu dienen soll, dass wir als Unternehmen viel besser verstehen, was brauchen unsere Kunden und wie können wir als Unternehmen einen substanziellen Beitrag zur Verbesserung von Gesundheitsvorsorge leisten, der möglichst über die Lieferung von Produkten weit hinausgeht. Jeder spricht über die Digitalisierung im Gesundheitswesen, aber nur sehr wenig davon ist eine Diskussion, ja, wie bereiten wir sowohl die Patienten wie die Professionellen wirklich gut darauf vor. Die Uneinigkeit ist ja genau das, was wir auch in der Realität jeden Tag erleben. Wir streiten uns politisch und professionell da um die Frage, wie wollen wir das Gesundheitssystem aufziehen? Da sind ganz ideologische Dinge mit drin und grundsätzliche erkenntnistheoretische Fragen wirklich. Das geht sehr weit und sehr tief, aber das spiegelt genau die gesellschaftliche Diskussion wieder. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Es gibt jede Menge begriffliche Missverständnisse. Was genau bedeutet Effizienz? Von Gerechtigkeit zu schweigen? Von den vielen Dingen, die man tun könnte? Ist auch das dabei, dass man mehr dazu tun kann, sich über die verschiedenen Sparten hinweg zu verständigen. Und dafür ist sowas ein wichtiger Beitrag.